Tada! Da sind sie. Und als erstes gegen den Mond, der völlig durchdreht. Wow. Ich hasse Sonnenstrahlen hier abzukriegen. Wobei, die Sonne... Ja, ich finde, die Sonne ist eigentlich besser. Ah ja, hier muss ich in den Schatten gehen. Wenn ihr nicht in den Schatten geht, werdet ihr, ja, verbrannt sozusagen. Also ihr bekommt auf jeden Fall Schaden von der Sonne. Deswegen müsst ihr immer gucken, dass ihr in den Schatten reingeht. Autsch. In etwa so. Weil, wie ihr seht, die Strahlen da. Wenn die euch erwischen, dann tut's weh. Und das wäre ein Au. Euer, ja, sicherer Tod, wenn ihr das oft macht. So. Wo gehst du jetzt hin, Mr. Bright? Ja. Mr. Bright ist der Mond, Mr. Shine ist die Sonne. Okay. Ah, diese Sterne, die hier vom Himmel fallen, sind übel. So, hier muss ich hin. Okay. Gut, geschützt. So, komm schon. Den Mond habe ich gleich schon mal. Noch einmal. Perfekt, der Mond ist schon mal besiegt. Bleibt nur noch die Sonne. Oh, wo ist... Ach du Scheiße. Wer hat meine Fähigkeit geklaut? Oh Gott. Nein, ein Treffer noch. Okay, wo muss ich jetzt hin? Okay, hier ist richtig. Gut, habe ich das schon mal überstanden. So, jetzt brauche ich nur noch einen Stern. Eine Sternschnuppe, bitte. Nein! Ah, verdammt, so knapp, ey. Naja, was soll's. Kämpfe ich halt ohne Fähigkeit. Müsste ich auch hinkriegen. So, doppelte Feuerkraft. Okay, hab schon einen Schaden bekommen. Macht nix. So, hier ist wieder Schatten. Gut, jetzt kommt wieder Mr. Shine. Und Sternschnuppen. Und wieder doppelte Feuerkraft. Okay, ich habe beiden schon die Hälfte abgezogen. Wow! Okay, das war knapp. Das hätte auch böse enden können. Kannst du noch so einen Bumerang werfen, bitte? Ja, scheinbar nicht. So. Okay, der Mond ist schon mal kaputt. Muss nur noch die Sonne besiegt werden. Also, es gibt jetzt keine Nacht mehr, es gibt nur noch Tag. Und tschüss. So, schnell geht das. Und der Kirby Dance. Yay! Schon Welt 5 geschafft. Mann, wie schnell das geht. Noch zwei Welten. Okay, somit kommen wir zur sechsten Welt. Dem Cloudy Park. Yay. Oh, kein hängt an Kirby und Kuh. Stellt die beiden weg. Yay, wie geil. Cloudy Park und hat mittlerweile 6 Level. Und wir sehen da so einen netten Vulkan. Ein Vulkan in den Wolken. ich glaube, hier war das 5. oder 6. Level, wo wir den Regenbogentropfen kriegen können. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, wie das Level anfängt. Und deswegen, da muss ich nochmal überlegen. Ah, scheiße. Wie ich das dann nochmal machen muss. Ich weiß nur, dass ich dort irgendwie die Partner suchen muss. Also ich musste auf jeden Fall viele verschiedene Partner auf einmal holen. Naja, muss ich mal gucken, wie das nochmal ging. Ich finde das hier in diesem Let's Play auf jeden Fall noch raus. So, und durch da. Gut. Aber die Musik in dieser Welt ist auch wieder richtig toll. Also ich finde, in Kirby's Dream Land 2 sind schon viele coole Musikstücke bei. Ja, was ich, wie gesagt, halt ein bisschen schade finde. Es ist relativ kurz irgendwie, wenn man es zumindest kennt. Aber bei Kirby's Dream Land 3 wäre das wiederum anders. Da wäre es dann halt etwas länger. Also da braucht man wirklich schon länger für Kirby's Dream Land 3. Und hier haben wir wieder den Schirm, der irgendwelche komischen Dinger auf uns schmeißt. Wirklich, das sieht so aus wie diese komischen Langsammacht-Dinger aus Bomberman. Irgendwie. Wenn man genau hinguckt. So, wen haben wir da? Kein. Wieso bekommt man Fisch in den Wolken? Naja, muss ich nicht verstehen. Und wir können einen Bogen pusten, okay. Naja, besser als nichts. Ich habe eigentlich gedacht, man kriegt hier Kuh. Aber auch gut, kriegen wir halt K.
keinen Fisch und ich habe meine Bumerang-Fähigkeit verloren. Toll, danke, Sir Kibble. So, jetzt springen. So einfach kriegt man sie wieder. War hier unten noch irgendetwas oder? Nö. Gut, dann gehe ich doch oben lang. Oh Gott. Sowas nennt man perfektes Ausweichen, ne? Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. So. Gut, der ist weg. Hopsa. Und da muss ich, glaube ich, runter. Oder? Nein! Ich habe die Tür verfehlt. Auch nicht schlecht. Wie kann man so eine dumme Tür nur verfehlen? Sowas kann auch echt nur mehr passieren. Ah, Mensch. Das ist jetzt mein viertes Leben, was ich verloren habe? Oder drittes erst? Ich zähle schon gar nicht mehr mit. Naja, egal. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, dass ich schon ein paar Mal hier krepiert bin. Und rein da. Oh Gott, hier muss ich mich hochpusten lassen oder kann auch hochgehen. Aber ich lasse mich mal pusten, muss nur auf diese Gordos aufpassen. Okay. So. Kommen hier noch mehr Gordos oder... Ah, da ist ein Zockibbel. Okay. Was haben wir hier? Eine Maxi-Tomate, okay. Und auf der anderen Seite ist das Ziel, okay. 6-1 haben wir schon mal geschafft. Gut, fehlen nur noch 5 Level dieser Welt, dann können wir die letzte Welt betreten. Oh Mann, meine Hasswelt. Ja, wobei, in der letzten Welt kann ich auf jeden Fall schon mal so weit... Nein, das ist das Level. Das ist doch schon das zweite. Kann ich auf jeden Fall schon so viel sagen, ähneln sich sehr viele Level in der letzten Welt. Also ich glaube, da waren die Entwickler ein bisschen faul, was das Level-Design angeht. Also da sind die Levels teilweise nur gespiegelt und die sind total identisch. Und hier sehen wir die, ja, wie soll ich sagen, die Untertanen von Meta Knight. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Also hier kommen wir nur mit Eis durch, das ist mir schon klar. Ah, genau, hier muss ich gleich runterfallen. Oder hier muss ich unten durch. Und hier finde ich... Hier müsste ich eigentlich einen Partner finden. Da komme ich nur mit keinem hin, da rechts. Na gut, dann muss ich erstmal hier nach rechts gehen. Okay, hier finde ich Blocky. Wow! Okay. Da oben finde ich auf jeden Fall meinen ersten Partner dieses Levels. Und wie gesagt, hier muss ich auf jeden Fall viele Partner finden. Und am Ende muss ich Q haben, damit ich die Fähigkeit bekomme. Ich meine, das war in diesem Level so. Nehme ich jetzt Stein? Ja, ich nehme mal Stein. Vorerst. So. Okay, nun muss ich gucken. Wie war es nochmal? Irgendwo bekommt man hier auf jeden Fall keinen Fisch. Weil den brauche ich hier. Nur muss ich gerade nochmal überlegen, wie ich das nochmal mache. Da komme ich auf jeden Fall noch nicht durch. Ja, wie gesagt, da komme ich nur mit keinem durch. Und ich muss gerade echt überlegen, wo man den hier nochmal kriegt. Oder wie. Autsch. Auf jeden Fall bekommt man da ganz links Q, das weiß ich. Und Q brauche ich ja. Ah, das war fies. So, komm her. So, jetzt springst du wieder. Hopsala und zack. Bam. Okay. Dann frischen wir Rick mal mit einem Energiebalken auf. Na geil. Moment, gucken wir mal, was hier rechts ist. Eine Tür. Ja, gut, da komme ich weiter, aber... Jetzt muss ich nochmal gucken. So. Ach, Mensch. Warum hat das Vieh mich jetzt getroffen? So. Ach Mensch, dumme Brento Birds, ey. Na komm. So mache ich das. Okay, so geht's auch. Way. Ach, bringt nichts. Schade. Wow. Okay. Ja, von da kam ich ja. Ich überlege gerade, kommt man hier in diesen Abschnitt nochmal rein? Ich glaube nicht. Muss ich hier vielleicht das Level mit kein betreten? Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, das muss man sogar. Einen anderen Weg wüsste ich gerade nicht.
Na gut, ich gehe erstmal weiter. Ah ja, ich brauche Elektro. Damit ich... Ach du Scheiße. Ja, das... Okay, da muss ich wohl mit... Kein das Level betreten. Irgendwie. Ja, weil hier gäbe es nämlich den Regenbogentropfen und dazu brauche ich Bumerang. Naja, Bumerang zu kriegen ist eigentlich nicht schwer, aber das kriegt man auch nur. Wenn ich Q habe, dann muss ich nämlich nochmal nach rechts fliegen. Und dann komme ich da erst dran. Naja, muss ich erstmal gucken, ob das mit Kain überhaupt geht. Ob ich da hinkomme.